Georges Chalandon, Wilde Freude. 30 Jahre lang waren Selma und Louise für mich der Inbegriff des weiblichen Outlaws. Frauen, die sich gegen Willkür und Gewalt stellen und einen der Männerdominanz trotzen. Sorry, Ladies, ihr habt jetzt echt Konkurrenz. Georges Chalandon präsentiert uns vier Frauen, die sich am denkbar ungünstigsten und schauerlichsten Ort treffen, den man sich als Frau vorstellen kann, nämlich in der Krebsambulanz, wo sie alle auf ihre Termine zur Chemotherapie warten. Die vier Frauen befreunden sich und sie werden gemeinsam ein Team. Sie trotzen ihrem Schicksal, werden peinlich, laut, aggressiv, einfach herrlich und wunderbar. Und dann geht einer von ihnen das Geld aus. Was tut man? Man raubt gemeinsam einen Juwelier aus, den größten Juwelier in Paris. Das ist ein wunderbar lautes, wildes und völlig unkorrektes Buch. Es erzählt von dem Willen, den Krebs zu besiegen, von dem Willen zu leben und vor allen Dingen von wilder Freude.